bitte mal alle aufrecht hinsetzen. Also in der ersten Reihe hier wird ja so ein bisschen gelümmelt, ne? So, bisschen mal hoch. Jawohl. Ein bisschen aufrecht hinsetzen. So, und dann, jetzt kommt es auf die Feinheiten an, nur gefühlt, gehen Sie mal so alle 2 Zentimeter nach vorne. So gefühlt. Ha? Wie fühlt sich das an? Entspannt? Nee. Wie? Verkrampft. Verkrampft. Blöd. Ja, blöderweise ist genau das die Position, die wir oft unbewusst einnehmen, wenn es brenzlig wird. Ja, wenn da so ein blöder Kommentar kommt. Wenn da in der Steuererklärung irgendwie 2 wichtige Quittungen fehlen. Dann kommt oft diese Position. Und es sind ja nur gefühlt 2 Zentimeter. So, jetzt nochmal in die 2 Zentimeter gehen. Und jetzt kommt der erste Trick. Jetzt gehen Sie mal 2 Zentimeter hoch. Ah, schön. So, also, ab jetzt, egal was kommt an blöden Situationen, blöden Kommentaren, das allererste, was Sie tun, ist 2 Zentimeter hoch. Dazu dann bitte ein ganz entspanntes inneres, gerne auch äußeres Lächeln. Ja, stellen Sie sich so einen dicken Buddha vor, so ein Lächeln hätte ich gerne. Ja? Alternativ bitte Helmut Kohl vorstellen, nach einem Saumagen mindestens mit Sauerkraut. Auch das ist ungefähr dieses Gefühl, dieses innere, dieses bräsige, satte. So ein Lächeln brauchen wir. Dazu Blickkontakt. Und eine Pause. Das ist die kraftvolle Pause. Und nachdem das A und O ist, das einzig Wichtige, um entspannt mit jeglicher Situation umzugehen, üben wir das jetzt mal kurz. Sie gehen zusammen mit Ihrem Partner. Bitte noch nicht miteinander reden. Gucken Sie nur mal jeweils Ihren Partner an und überlegen Sie sich, was könnte ich denn mal spontan an dem kurz angreifen. Da gucken Sie sich mal so an. So, ne? So. Große Nase, falsches Toupet, ja, eigentlich nettes Hemd, passt aber nicht zur Hose. Sie einigen sich gleich. Ich habe auch hier ein paar Inspirationen, falls Sie denken, das ist mir alles ein bisschen eine Nummer zu groß hier. Ich habe schöne Inspirationen für Sie dabei. Wenn Sie das gleich machen, einigen Sie sich zuerst, wer angreift. So, der andere richtet sich in dem Moment nur 2 Zentimeter auf, Buddha oder Kohl ins Gesicht und Blickkontakt halten. Okay? Sie denken sich noch was dazu. Jetzt kommt's. Sie denken sich, während Sie den anderen angucken, ich liebe dich. Ich liebe dich genauso, wie du bist. Ja? Selbst wenn ich deine Hackfresse echt blöd finde. Ja? Sie denken sich das nur. Das wäre schön, nicht sagen, nur denken. Ja? 3 Angriffe pro Person, dann Wechsel. Los geht's.